nicht nur irgendwie, sondern sie kommt da an, wo Gott sie haben will. In unserem Herzen. In unserem Leben. Und wenn der Heilige Geist so anfängt zu wirken, dann wird Jesus mit einmal Herzensangelegenheit. Wisst ihr, wenn man von der Warte her einmal die Bibel liest, dann liest man sie anders. Da wird man mit einmal feststellen, von Mose bis Offenbarung erzählt sie uns nichts anderes, als dass Gott so sehr immer um einzelne Menschen geht, dass sie das erleben. Der Heilige Geist ist übrigens der Einzige, dem es möglich ist, dass aus unserem manchmal so ziemlich schwierigen Herzen, als nur mal so als Ortsbeschreibung, letztlich eine Wohnung Gottes werden kann. Ohne Heiligen Geist ist unser Herz manchmal nichts anderes als eine sehr merkwürdige Runterkammer. Von ganz abstrusen Gedanken und Vorstellungen über das Leben. Und der Heilige Geist ist derjenige, der auch an der richtigen Stelle das Herz verwandelt und aufräumt. Damit ich jetzt beim Weiterpredigen richtig verstanden werde, möchte ich mir die Mühe machen, die allermeisten wissen das, aber ich sage es trotzdem noch einmal, was meint die Bibel denn jetzt eigentlich, wenn ich vom Herzen rede? Das Herz in der Bibel ist mehr als der Ort der Sentimentalitäten, der Stimmungen und der Emotionen. Das Herz ist in der Bibel der Raum unserer Persönlichkeit. Das Herz ist der Ort unserer tiefsten Gedanken und Bestrebungen. Das, was unser Herz ausmacht, das macht uns aus. So ist das Herz im biblischen Sprachgebrauch das Zentrum unseres Wesens. Das, was es einem Menschen macht, das findet im Herzen statt. Das Herz, das bin ich. Und der Heilige Geist, er möchte so gerne, dass die Geschichte von Jesus, dass sein Opfer, seine Liebe, all das, was er uns Menschen sein wollte, genau an diesem Ort, dann eben auch ankommt und in der Tat Herzensangelegenheit bei uns Menschen wird. Pfingsten vor 2000 Jahren mit all diesen Ereignissen, die ich uns eingangs aus der Apostelgeschichte 2 vorgelesen habe, das war der Anfang. Und wenn Gott Dinge anfängt, dann fängt es ja mit einer alle Stille an, das ist schon mehr so Weihnachten passiert, oder es findet eben auch sehr majestätisch statt. Das hat ja dann eben auch schon mal mit Pfingsten. Aber es geht ihm vor allen Dingen dann zweitrangig eher um das Majestätische und vorrangig darum, dass das Evangelium unser Herz erreicht. Ich möchte mal so in 3 Schritten eine sehr schlechte Pfingstpredigt halten. Ihr werdet dann gleich 3 Worte aufleuchten sehen, die wird vom Heiligen Geist ganz besonders an ihm auch berührt werden und ihm wichtig sind. Wenn Gott uns durch den Heiligen Geist berührt, dann werden erstmal trübe Herzen auferweckt und fangen an zu glauben und zu vertrauen. So ein normales menschliches Herz als Organ, das schlägt ungefähr 75 Mal pro Minute und ungefähr 100.000 Mal am Tag. Unser Herz, das ist Leben. Wenn das nicht so wäre, dann wären wir nicht.
Aber von dem Herzen, das ich gerade beschrieben habe, von dieser Herzensperspektive der Bibel, da kann man das erstmal von Natur aus gar nicht so sagen, dass das so ein pulsierendes, wabendes Etwas ist. Ohne Heiligen Geist, sagt die Bibel, ist das menschliche Herz mausetot. Macht kein Piep. Die Bibel geht sogar noch weiter und sagt, spricht von einem verfinsterten Herzen. Einem Herzen, das tot ist, ist kein Leben aus Gott hat. Ein Herzen, dem dringend geholfen werden muss. Und jetzt kommt der Heilige Geist ins Spiel. Das beschreibt Jesus in Johannes 16, Vers 8. Und wenn der Tröster kommt, der Heilige Geist, wird er der Welt, den Menschen und die Augen auftun. Nicht nur die Augen, dass wir besser gucken können, sondern die Augen, dass wir wirklich erkennen. Jetzt sind wir wieder bei dem Wesen, bei dem, was uns ausmacht. Die Augen auftun für die Sünde und über die Gerechtigkeit und das Gericht, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und dass ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist will dafür sorgen, dass diese Dinge nicht nur so einfach im Raum stehen als böhmische Dörfer, sondern bei uns ankommen und geistiges Leben bewirken und erhalten. Das ist übrigens der Sprachgebrauch auch in der Apostelgeschichte. Wir werden dann in den nächsten Wochen mal eine Frau kennenlernen, die hieß Lydia. Die war aus Thyatira, die war Tuchhändlerin, Geschäftsfrau. Das ist eine ganz tolle Geschichte in der Apostelgeschichte. Und dann kommt der Heilige Geist ins Spiel. Die hört das Evangelium und der Heilige Geist sorgt dafür, wisst ihr, wie es weitergeht? Und da hat der Herr durch den Heiligen Geist der Lydia das Herz auf. Es ist immer der Heilige Geist, der in Verbindung mit Gottes Wort und seinem Leben uns so sehr anrühren will, dass das passiert und wir am Ende vertrauen und glauben. Das ist ein Schritt. Das ist eine Berührung. Die muss jeder Mensch für sich persönlich erleben. Ohne Ausnahme. Die kann man nicht überspringen, wenn man das ganze Thema Glauben an Gott ernst nimmt und weiterkommen will. Weißt du was für dich eigentlich? Kannst du das für dich so bestätigen und sagen, ja? Das war bei mir auch mal so. Da hat Gott ganz deutlich zu mir gesprochen, das hat mich danach nie wieder losgelassen. Auch wenn ich das manchmal gar nicht so klar formulieren kann, wie du da vorne auf der Kanzel, aber ich weiß jetzt, worüber du redest. Und das ist bei mir passiert. Und wenn du das nicht so für dich weißt, und heute Morgen hier sitzt und sagt, Mensch, geh bitte zum nächsten Punkt. Das kann man ja immer noch mal machen. Kann man. Aber viel wichtiger ist, dass du das für dich einfach auch mal entdeckst und umsetzt. Vielleicht ist ja heute Morgen, Pfingsten 2017, der Tag, wo Jesus durch den Heiligen Geist an deine Herzenstür klopft. Und das schon längst mit dir klar machen will, dass du nicht mit einem komischen Gefühl, wenn das Lied 400 in der Gemeinde Gottes aufgeschlagen wird, da sitzt
und gar nicht weiß, kann ich das denn für mich so richtig mitnehmen? Ja, ich bin Gottes Kind. Ich wünsche dir von ganzem Herzen an dieser Stelle ein großes, weites Herz. Und lass das mal wirklich an dich herantreten. Dass Jesus und Kreuz und Opfer, all das, was du vielleicht über biblischen Unterricht und Kinderstunde bei Leo und in den ganzen letzten vergangenen Wochen und Monaten und Jahren bei uns im Gottesdienst gehört hast, dass du das für dich mal wirklich festmachst und sagst, ja, ich lasse mein Herz jetzt so berühren und ich lasse mein Herz auferwecken. Ich möchte wirklich. Wenn Gott unser Herz durch den Heiligen Geist anrührt, dann werden nicht nur tote Herzen auferweckt und fangen an zu glauben, sondern auch Herzen, das ist auch so eine Herzensumschreibung im Neuen Testament, versteinerte Herzen fangen mit einmal an zu lieben und zu dienen. Das passiert nämlich, wenn durch den Heiligen Geist Jesus in unserem Leben, in unserem Herzen einzieht. Dass sich etwas an unserer Liebe ändert. Weil der Heilige Geist dafür sorgt, das, was wir auch in Lobpreisliedern gerne singen, die Welt, die Gemeinde, die Menschen, mit seinen Augen mit einmal zu sehen, aus seiner Perspektive mit einmal wahrzunehmen. Und das meint viel mehr als Freundschaft. Und gutes menschliches Miteinander, das ist mehr als nur sympathisch finden und gut miteinander auskommen. Das ist schon nicht schlecht, wenn das ist. Aber wenn Jesus von Liebe spricht, dann meint Jesus das noch anders. Jesus hat auch seine Feinde geliebt. Und Jesus gibt durch den Heiligen Geist auch uns die Kraft, dass wir Menschen, die wir am liebsten von hinten sehen, wo wir vielleicht heute Morgen froh sind, dass wir die nächsten Tage nicht sehen werden, dass wir denen trotzdem auf seine Weise und in seiner Freundlichkeit begegnen können. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist mehr so die Fachsprache von Paulus. Der Lukas, der uns die Apostelgeschichte schildert, greift das gleiche Thema auf. Und ihr seht das in vielen kleinen Geschichten. Sagt zum Beispiel, sie blieben beständig im Miteinander, haben auf die Apostel gehört, das Brot geteilt, waren gut miteinander, dass da so Liebe und Respekt geliebt wurde, im Miteinander auch mit dem Leitungspersonal. Der Heilige Geist, er versteht es wie kein anderer, unser Herzen so sehr zu berühren, dass sich Menschen zum Beispiel auch in seinem Namen voneinander demütigen können. Ich liebe mich mal wirklich jetzt zurück, weil ich vielleicht mit meiner Art, wie ich bin, dir gar nicht so gut tun würde. Will mich verändern. Und Sachen, die wir vielleicht auch eher so in der Sparte der Lyrik hatten, die wunderbar auf Grußkarten passen, die werden mit einer für uns lebendige Werte. Ich nenne mal einige: Sanftmut. Wenig sind die Sanftmut, die sagt Jesus. Fragt man sich sofort, kann man sich Sanftmut heute im Sinne von Jesus überhaupt erlauben? Geduld, Liebe. Das sind die großen Krafterweisungen des Heiligen Geistes, die Menschen verändern und damit dann eben auch die Welt verändern können. Und durch die Gott Gemeinde baut und die Welt und die Gesellschaft erreicht. Für mich ist das immer ein kleines Pfingstwunder, wenn Gemeinde, Liebe und Einmütigkeit ihre ganze Vielfalt
ihre Vielschichtigkeit an Herzenspersönlichkeiten legen kann. Auch in unserem kleinen Gemeindekosmos der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Gottes in Erkelenz. Das macht Geisteswirken aus, dass man dann nur auch noch beieinander bleibt. In all den Dingen, die einen manchmal auch sehr weit auseinanderdriften lassen kann. Aber wenn Gott mit einer sagt, nee, es geht hier um Jesus, es geht hier um Höheres und es uns dann schenkt, bin zwar wichtig, aber wieder auch nicht so wichtig, denn wir müssen noch vor Jesus stellen, damit ich da zum Tun komme. Dann ist das Wirken des Heiligen Geistes und dann fängt Gott an, Reich Gottes zu bauen. Wenn Gott mein Herz berührt, unser Herz berührt, verändern sich Herzen. Dann wird Liebe mit einmal etwas, was eine wirkliche Kraft und Dimension bekommt. Und da ist sicherlich auch noch nach wie vor und unbedingt viel Spielraum nach oben. Wenn Gott mein Herz durch den Heiligen Geist berührt, fangen resignierte und mutlose Herzen an zu hoffen und zu beten. Das will der Heilige Geist vor allen Dingen. Dass seine geistlichen Kinder Gottes nicht resignieren oder in Resignation stehen bleiben, in ihrer Verzagtheit. Ihr Gebet nicht einstellen, weil sie nicht weiter wissen. Oder weil es schwerfällt, über Gott zu reden, in dem scharfen Wind der Arbeitswelt mit einmal alles runterzufahren und von Montag bis Freitag das Christsein anzustellen. Nein, der Heilige Geist lehrt, er erinnert, er bestätigt. Und er bekräftigt. Uns wird im Neuen Testament ein junger Mann vorgestellt. Der hieß Timotheus. Der kommt dann auch mal irgendwann in der Apostelgeschichte vor. Ein junger Mann, der dem Paulus hinterherläuft, der ihn gut findet, ihn zum Vorbild nimmt, gläubig wird. Und nicht nur irgendwie gläubig, sondern der wird Nachfolger. Und der wird als junger Mann irgendwann mal Pastor und Bischof der Gemeinde Gottes in Ephesus. Und wenn der auf der Kanzel stand oder wenn der eine Leitungssitzung zu halten hat, dann hat der Magenschmerzen gekriegt, dann ist er nicht von der Toilette runtergekommen, dann hat er 14 Tage vorher nicht geschlafen, dann war er fix und fertig. Paulus schreibt diesen Timotheus, dass du Timotheus, ich erinnere dich daran, was Gott in dir Gutes angefangen hat. Ich erinnere dich auch an deine Begabung. Und ich erinnere dich an den Geist, der mit dir ist. Das ist ein Geist nicht der Angst, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und auf diesen Geist kannst du dich verlassen. Im Namen und Kraft dieses Geistes kannst du deine Arbeit tun. Und der, was so exemplarisch für den Timotheus steht, das gilt jedem Einzelnen von uns heute Morgen. Du musst dich nicht deiner Resignation immer hingeben, auch als Kind Gottes, so ein vertagtes Mäuschen am Rande sein. Sondern der Heilige Geist will dafür sorgen, dass du in deiner Unabhängigkeit und deiner Persönlichkeit ein fröhliches, ein mutiges, und das nicht, weil der Mut aus dir kommt, sondern weil der Mut aus ihm kommt, deinen Weg mit Jesus gehst. Darum geht es. Und Paulus geht am Ende sogar so weit, dass er sagt, selbst wenn es Tage und Momente in deinem Leben gibt, wo du noch nicht mal mehr weißt, was du Jesus im Gebet sagen kannst,
weil die Sorgen so groß sind oder weil die Angst am Ende doch stärker ist, dann ist es der Heilige Geist, der dir hilft, die richtigen Worte zu finden, die richtigen angemessenen Worte in deinem Vater im Himmel zu preisen und seinen Thron zu bestimmen. Wenn Gott mein Herz durch den Heiligen Geist berührt, dann liebe ich mein persönliches Pfingsten. Und ich wünsche heute Morgen von ganzem Herzen, dass keiner hier sitzt, der das nicht für sich auch so weiß. Vielleicht nicht ganz so spektakulär wie damals in der Apostelgeschichte 2 beim ersten Pfingstfest, aber immer so, dass Jesus dein Herz erreicht und durch seinen guten Heiligen Geist immer bei dir ist.